Aber wer wisst, was der Unterschied ist zwischen eurer Stimme und einem Eimer Scheiße? Der Eimer. Eigentlich passen alle negativen Memes für sie. Und damit willkommen zu einem neuen Video, welches mir heute mal echt gesundheitliche Probleme zubereiten wird. Denn es geht um keine geringere Person als unsere Ikone, die Beste, die Creme de la Creme der Deutschrap-Szene. Um Loredana, aka King Lori. Keine Sorge, liebe Freunde, heute nehme ich mal niemanden in Schutz. Denn offensichtliche Betrüger möchte ich einfach nicht supporten. Dementsprechend werde ich auch kein Blatt vor den Mund nehmen und diese Person komplett auseinandernehmen. Also beziehungsweise einfach das Lied auseinandernehmen. Ich denke, das ist einfach besser, okay? Und damit... Los geht's. Damit ihr aber mal Bescheid wisst, was eigentlich los ist. Loredana hat ein neues Lied rausgehauen, welches Intro heißt. Sehr kreativer Name auf jeden Fall. Wie zu erwarten ist das Ganze ein absolutes Meisterwerk und wir werden uns diese Lyrics gleich mal anschauen, denn den Song möchte ich jetzt nicht weiter veröffentlichen, sonst bekomme ich einen Strike. Fangen wir mal an mit dem ersten Part, welcher lautet: Es lief nicht alles gut in den letzten Tagen. Mach dir keine Sorgen, kann das alles tragen. Manchmal wird es viel, mir fällt es schwer zu atmen, aber alles für ihr Lachen, wenn ich wieder da bin. Nur mal so, damit ihr wisst, warum es ihr nicht so gut geht und sie auch des Öfteren gehatet wird. Die gute King Lori, aka Loredana, hat sich nämlich mal so gedacht, ein Rentnerpaar abzuziehen und ihnen 700.000 Euro abzuzocken. Und sie ignoriert es weiterhin, diesen Vorfall. Und die nette Dame will mir jetzt erzählen, dass es ihr nicht gut geht und sie ja alles ertragen muss. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Also ich könnte maximal die Aussage von dieser Petra verstehen, die ja abgezockt wurde und nicht von Loredana. Also bitte lösch dich einfach. Ach, und ganz wichtig zu betonen, ist dabei, dass sie ja so eine tolle Mutter ist und immer möchte, dass ihre Tochter lacht. Ach, wie süß, lieb und barmherzig ist nur diese Loredana. Gut, dass im selben Moment die Rentnerin alles verloren hat. Die Presse, Loredana auf der Titelseite. Ihr könnt nichts außer mit dem Finger auf mich zeigen. Ich war bereit, seine Schulden zu begleichen. Aber Schweiz macht Druck bei einer Mutter, die allein ist. Sie sind geistig behindert. Also sorry, aber will sie mich jetzt komplett verarschen? Sie sagt hier irgendwas von Schulden begleichen, aber treibt eine Rentnerin selber komplett in die Schuldenkrise. Ja, da ist die Selbstreflexion mal wieder echt am Start. Ich merke das generell auch bei solchen Menschen, dass die es einfach nicht checken. Und natürlich zeigt die Presse mit dem Finger auf dich, weil erstens bist du eine Person des öffentlichen Lebens und zweitens hast du jemanden betrogen und demnach kann man das definitiv kritisieren und sollte man auch. Da sollte eigentlich noch viel mehr Druck von der Presse kommen, damit deine geistig-moralischen Mechanismen mal wieder mitspielen. Denn momentan sieht das eher bei Loredana so hier aus. Meine geistig-moralischen Mechanismen sind mysteriös und komplex. Weiter rappt sie dann das hier. Wieder Druck über Druck über Druck. Die Albträume nehmen mir die Luft. Und schon wieder suchen sie nach einem Grund. Doch so schnell kriegen sie mich nicht kaputt. Was für ein anderer Grund wird denn genannt, außer dass du halt Leute abziehst? Das einzige, weshalb du gehatet wurdest und gehatet wirst, ist diese Abzockmasche, die du da betrieben hast. Naja, vielleicht ist noch ein Grund, dass du ja ziemlich überheblich bist, weil du sagst ja selber, dass du mega geil aussiehst. Aber wäre es bitte geil, wenn man aussieht wie Wolfgang Petri ohne Bart? Das muss mir echt mal jemand erzählen. Und in der Bridge zeigt sie die Schlangen, die ihr jetzt in den Nacken fallen wie Medusa. Die ganze Welt ist gegen mich. So viele Schlangen, doch hab das Gegengift. Ich wollte was sagen, aber durfte nichts erzählen. Wie sie mich haben wollten, bin ich nicht. Keiner kennt mein Inneres. Ich mach, was ich will, denn sie wollen mich eh nicht verstehen. Medusa. Oh, wow, 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 wow. Was für ein Film fährten die jetzt auf einmal? Also nur mal so, man kennt dich maximal bis Österreich und Schweiz und vielleicht auch noch ein paar Leute aus Kosovo, wahrscheinlich deine Familie. Aber als ob sich die ganze Welt um dich dreht, Loredana. Also wirklich, keiner schert sich um dich. Und jetzt mal Real Talk, die einzige Schlange, die ich hier in Betracht nehmen kann, bist wirklich du, Loredana. Ich meine, sie ist zwar rein musikalisch jetzt schon mal eine 0 von 10, aber auch noch menschlich gesehen ist sie noch schlechter. Dementsprechend lösche ich bitte einfach. Und kommen wir jetzt mal zum zweiten Part. Und diesmal bin ich wirklich froh, dass sich die Künstler heutzutage echt gar keine Mühe mehr geben. Zumindest die sehr schlechten Künstler. Denn es ist nicht viel Text vorhanden und dementsprechend ist das jetzt einfacher, das Ganze hier zu analysieren und sie damit auseinanderzunehmen. Denn zwei Parts und eine Bridge ist einfach todesschlecht, aber in dem Fall ist es wirklich für uns ein Vorteil. Ich habe es geschafft. Die Leute reden wieder von mir. Halbe Milliarde Streams. Was gibt es da zu diskutieren? Okay, es ist halt wirklich sehr traurig, dass sie so viele Streams gemacht hat. Aber ich würde vielleicht mal an meiner Stelle sogar mit Kai reden, damit er die Bots wieder rückgängig machen kann. Weiter geht's dann damit hier. Das ganze Land gegen mich, doch ich hol den Schweizer Award. Hab die Schlangen aussortiert. Mir macht keiner was vor. Niemand. Doch, eigentlich kann jeder dir was vormachen, weil wahrscheinlich jeder eine bessere Stimme hat als du, Loredana. Ich meine, wenn ich mir deinen Live-Gesang anschaue, ohne Autotune, dann frage ich mich, wie überhaupt Leute zu deinem Live-Konzert gehen können. Das ist für mich wirklich ein Rätsel. Und das nächste ist, wie kann man dich da überhaupt noch ernst nehmen? Mach ich 100, verdoppel meinen Umsatz. Dicker, komm mal
mal runter. Dicker, komm mal runter. Ich bin ein krasser Pumper und mit einem Punch mach ich dich wieder munter. Halt einfach dein Maul. Sieben Brüder, aber ich mach das Cash in der Fam. Loredana in Gabbana, der Rest ist Secondhand. Haha. Krass, Mann. Wie muss man sich eigentlich als Familie fühlen, wenn man sogar schon im Intro-Song so krass gedisst wird, dass sie ja nur das Geld verdienen und die Brüder ja gar nichts weiter verdienen? Hops genommen. Weiter kommen dann aber wieder solche Lines, die wir auch schon im ersten Part gesehen haben. Sie sehen mich auf dem Titelblatt und dann schieben sie Hass. Die größte Künstlerin des Landes, doch noch immer kein Pass. Ey. Hä? Ja, holt ihr am besten wirklich mal einen Ghostwriter, der dir ein paar gescheite Texte schreibt, weil die Blöre kann man sich ja wirklich nicht geben. Außerdem hat sie auch schon am Anfang geschrieben, dass sie auf dem Titelblatt ist und Leute mit dem Finger auf sie zeigen und das wiederholt sie halt jetzt irgendwie nochmal. Hey, meine Güte, da ist schon kaum Text in dem Song und dann wiederholt sie einfach die Hälfte des Songs nochmal. Ich muss aber jetzt mal komplett ausrasten hier. Verkaufe 100.000 Tickets, geh auf Tour. 5 Trucks, 3 Busse auf der linken Spur. Krasse Lines einfach, ja. Mir wäre nichts Krasseres eingefallen, als meine Autofahrt zu beschreiben. Bei mir geht's dann ungefähr jeden Tag so hier. Ich fahre mit meinem Skoda auf der Straße. JP wäre stolz, denn ich rase. Mit 140 km/h über Lori. Innerorts, denn sonst wär's ziemlich boring. Okay, machen wir am besten weiter. 500 Schweizer Franken nur für die Frisur. Machst du Welle, seid ihr sicher? Meine Feinde leben kurz. Okay, also so gehst du also mit dem Geld von Petra um, was du ihr abgezogen hast. Das ist schon ziemlich armselig. Und soll das jetzt eine Drohung sein, nur weil ich mich mal lustig mache über dich, weil du jemanden betrogen hast, beziehungsweise jemanden abgezockt hast? Willst du das jetzt damit sagen? Wenn ja... Du bist euch. Sonst raucht's. Schon seit meiner Geburt wusste ich, ich bin der Boss. Du hast nichts anderes zu tun, als mich zu haten. Du bist lost. Guck, ich komm auf deine Party und alles sind wie versteinert. Denn so wie ich ist keiner Medusa. Ich glaube, niemand will auch so sein wie du. Denn lieber lebe ich in Armut, als so einen jämmerlichen Charakter zu haben wie du, indem du einfach anderen das Leben zerstörst, weißt du? Und sag bitte niemals mehr in deinem Leben, dass du Boss bist. Also der Einzige, der maximal Boss ist, ist Kollega. Und an den wirst du in 100 Jahren nicht mal ansatzweise lyrisch und musikalisch rankommen. Ach so, okay. Könnt ihr euch noch an den Anfang erinnern, als Loredana gemeint hat, dass sie ja mega geil aussieht? Sag es! Du bist hässlich. Und was noch? Viereckig? Nein, du bist stolz. Ich bin hässlich und ich bin stolz. Gut, und jetzt lauter. Ich bin hässlich und ich bin stolz. Lauter. Ich bin hässlich und ich bin stolz. Lauter. Ich bin hässlich und ich bin stolz. Ich bin hässlich und ich bin stolz. Ich bin hässlich und ich bin stolz. Das mit dem Stolz ist mir neu. Ja, Leute, das macht mich einfach nur traurig. In diesem Sinne bin ich raus. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und wie es ist so schön. Stänkchen an Zwängchen, euer Alpha Kevin und ciao. Ich hab euch ganz doll lieb. Ich glaube, allein für dieses Meme hat es gelohnt, das Video jetzt auf 8 Minuten zu strecken. Deswegen, Kuss geht raus, lasst ein Abo da und dann war's das. Ciao, ich liebe euch. Mua.